Guten Morgen. Zack, zack. Ich bin von dem mittlerweile echt angetan. Ich habe so das Gefühl. Oh, ich habe da noch Mascara. Ich habe das Gefühl, dass er wirklich. Also bei mir hält er den ganzen Tag. Lidschatten hält bei mir generell gut. Also ich habe jetzt keine Problemlider oder so. Aber. Es gibt so die kleinen, feinen, das hat ja jeder so, ne? So die kleinen, feinen Unterschiede. Jeder hat die eine, wie soll ich sagen, die eine Falte oder die eine Rille oder keine Ahnung, den einen Kanal im Gesicht, wo dann Sachen rutschen und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie gut die Produkte sind, sieht das dann doller oder weniger doll aus. Und genau das Gleiche habe ich an meinem Auge und ich habe das Gefühl, die taugt. Jawohl. So. Dann einmal das Marshmallow-Puder drauf verteilen. Ich habe mich total gewöhnt, dass dieses Kistchen hier steht. Und ich da einfach so richtig schön mit dem Pinsel immer so dupp reingehen kann. Das ist so ein Tischpuder. Ich habe das gestern schon gesagt, weil dieser Deckel eigentlich nur abdeckt und nicht zudeckelt. So. Was wir noch nicht benutzt haben, vor der Kamera zumindest, aus, ich weiß nicht warum, die hier. Das ist die Creep It Real. Das sind die Farben. Die habe ich schon komplett durchgeswatcht und die Zeit habe ich jetzt heute Morgen nicht. Deswegen müsst ihr euch das in einem anderen Video angucken. Wenn ich dran denken sollte, dann verlinke ich das Video in der Infobox. Mal gucken. Und ich habe gedacht, ich brauche ein bisschen was dafür zum Kombinieren, weil die sehr krass ist, so an sich. Also da sind viele Rockstars drin und sehr dunkle Farben. Habe ich gedacht, mit was kombiniere ich die denn? Dann habe ich gedacht, komm, wir kombinieren Rums Revolution mit Too Faced. Das ist doch eine angebrachte Geschichte. Hier ist, oh, dieser Geruch, ne? Das ist schon abgefahren. Also ich, von mir aus hätten sie, also diesen Pfirsichgeruch hätten sie von mir weg. Aber ich mag auch keinen Pfirsich, weil ich spüle insofern. Ist nicht schlimm, aber ich riech's halt, ne? Wir fangen mal an mit Georgia. Das ist so ein, eigentlich eher ein Rosa. Aber ich denke, an mir wird man das, ich kenne das ja. Guck mal, das sieht man sofort. Und guck mal, wie hell das in der Palette ist. Abgefahren, oder? Sage ich das in jedem Video? Ich glaube, ich sage sowas Ähnliches in jedem Video. So, ich bin jetzt heute arbeitstechnisch an einem für mich normalen Standort, weil diese Grippewelle so viele meiner Kollegen flachgelegt hat, dass ich also wieder zurück muss und praktisch die Stelle, wo ich Krankenvertretung mache, die müssen jetzt auch ohne ihre Krankenvertretung klarkommen. Also das ist nicht lustig im Moment, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke das auch schon wieder. Also, ich sitze da halt in einem, keine Ahnung wie viel, 100 Jahre alten Turm, ist es wirklich so? Und der Sturm hat das Dach ein bisschen kaputt gemacht. Also ich glaube nicht, dass dieses Dach sowieso einwandfrei war, aber der Sturm hat das Dach ein bisschen kaputt gemacht. Und jetzt, das zieht wie Hechtsuppe. Ich bin der Kollege, der das Fenster aufmacht und die Heizung runtergedreht. Ne? Also jetzt nur mal so zur Orientierung. Und ich saß da gestern, habe so meine Arbeit gemacht, so vor mich hingewuselt. Also schon im Sitzen, also jetzt in dem Fall nichts besonders stark körperlich Aktives. Und ich hatte kalte Füße. Was zur Hölle, ich bin echt nicht der Typ für kalte Füße. So vorm Schlafen gehen, wenn ich müde bin oder so, dann kann das mal passieren. Aber ich bin auch nicht der Typ für kalte Hände. So, ne? Und ich saß da und habe gedacht, mir ist kalt. Und dann sagte meine Kollegin so, ja, da kann ich doch gar nichts bei machen. Ich habe die Heizung schon auf 5. Habe ich gesagt, das zieht hier wie bescheuert. Ich sag, da kannst du die Heizung so auf sonst was aufdrehen, wenn da Durchzug ist. Das bringt da nicht viel, ne? Naja. So, ich habe heute eine schwarze Legging an, schwarz-weiß geregelten Rock. Das Shirt hier. Mann, ist das alles dunkel. Ich glaube, ich traue mich gar nicht, so direkt da jetzt reinzugehen. Ich glaube, Authentic möchte ich noch nehmen, aber
Ich sehe gerade, dass die Farben, die ich, also es ist kein Wunder, dass ich die zusammen ausgesucht habe, weil hier sind, klar, hier sind auch ein paar Dinger drin, die mega funky sind. Aber so lila, worauf ich jetzt zum Beispiel auch hier Bock gehabt hätte, ist hier auch witzig, wenn man so Parallelen zwischen Paletten entdeckt, die man nun wirklich nicht miteinander in Verbindung gebracht hätte. Ich wollte jetzt hier ein bisschen dunkel außen werden und das Braun, was da drin ist, ist sehr dunkel, wobei die hier mega pigmentiert sind. Das wird sich alles nichts geben. Ich nehme jetzt Terra. Terra ist der hier und Loki ist nämlich schimmernd. Das wäre sonst der nächste in der Farbabstufe. Alter. Okay. Guck mal hier, Mäuschen. Wollen ja hier nicht gleich so übertreiben. Ja, den sieht man auch. Achso, ich habe hier den Soft Definer von Leni Brushes. Den mache ich auch echt gern. So ein nützlicher kleiner Bursche. Der ist halt nicht ganz so präzise, ne? Das sieht man auch. Aber der trägt schön auf und der verblendet gut und der macht seine Arbeit wirklich. Also das muss man sagen. Mir hätte gestern nämlich noch jemand geschrieben, dass diese Erkältungswelle, Erkältung, Grippe, man kann das ja nicht auseinanderhalten. Also solange man keinen Test beim Arzt macht, weiß man ja nicht, ob man bakterielle oder virale Infektion hat. Ich weiß es halt auch nicht bei mir. Ich tippe auf Bakterien. Aber Mann, ist das hartnäckig doch. Also mir wurde halt auch schon geschrieben, dass teilweise Leute schon 3 Wochen krankgeschrieben sind. Von den Kollegen oder was weiß ich, weil das einfach nicht besser wird. Also es geht einfach nicht weg. Und ich halte das auch für, das ist persönliche Einschätzung, ich bin nun wirklich kein Arzt, statistisch irrelevanter Einzeleindruck, aber das ist ansteckend vor allen Dingen halt auch, ne? Das ist fies, wirklich fies. So, Authentic ist relativ dunkel. Bump in the Night, was so viel wie unheimliches Geräusch heißt, ein bisschen warm, ne? Wenn man so Ideen hat und das dann alles nicht so... Ich nehme Authentic aufs Lid und dann, wenn mir das zu kühl oder zu dunkel ist, dann kann ich ja noch was drüber machen. Dunkel. Ich kann ja mal vorsichtig tupfen. Gucken wir mal, was passiert. Ja, bei uns hat das auch gestern schön gehagelt. Also ich saß dann da in diesem Turm. Es hat... Also diese Geräusche, wenn du in so einem Turm sitzt, Mann, ist das laut. Und dann fing das auch noch an, uns auf die, wie ich jetzt Velux-Fenster sage, ich weiß nicht, ob es wirklich Velux sind, aber diese, ne, diese Standard-Kipp-Schrägfenster, da hat das uns raufgehagelt. Ich habe gedacht, gleich sind sie weg. Oder kaputt. Oder wie auch immer. War halt auch einfach direkt über meinem Kopf. Naja, also weder Wetter noch der Arbeitsplatz haben jetzt irgendwie dazu beigetragen, dass ich denke, dass ich diese Erkältung wirklich endgültig besiegt habe. Aber es geht mir halt noch gut genug, um heute nochmal loszuziehen. Dann habe ich ein bisschen frei, beziehungsweise Samstag muss ich auch nochmal. Das ist ein schönes Lila. Mal ja mal sagen, ich glaube, ich mache das hier vorne ein bisschen toller und dann lasse ich das nach hinten hin ein bisschen ausblenden. Ja, ich glaube, das mache ich.
Aber was ich jetzt mache, ist wie eine Irre. Also ich tränke meinen Körper von innen praktisch mit Zink und Vitamin C. Hier ist jetzt Schluss mit lustig und den kleinen Geschützen. Ich mag einfach nicht mehr krank sein. Ich habe einfach keine Lust mehr dazu. So, jetzt, was nehme ich? Ich nehme nochmal Peaches and Cream. Das ist so ein heller Pfirsichton. Damit gehe ich hier außen nochmal rum. Also überall da, wo ich denke, dass da nochmal ein bisschen rumgeblendet werden sollte. Es ist immer so schwierig, das Auge sieht immer dunkler aus als das, aber das muss gar nicht so sein. Ich gehe da trotzdem nochmal rein. Diesmal nehme ich einen Finger. Ja, so ist es okay. So wie ich mich kenne, mache ich da eh gleich noch einen Schimmerton drüber. Bin ja nicht aufzuhalten bei sowas. Ich fange übrigens an, das ist total bekloppt, die Maybelline Mascara besser zu vertragen. Ich habe, naja, geht so, ne? Jetzt dreht das Auge hier. Komm hier, du. Auf damit. Also tatsächlich, also ich fange sie wirklich an, besser zu vertragen, wenn dieses initiale morgendliche kurze Tränen, wenn das irgendwie vorbei ist, dann habe ich einen ganzen Tag Ruhe und die hält auch gut. Also die krümelt mir nicht im Gesicht rum, habe ich ja eh nicht so das Problem, aber so ganz grundsätzlich, also jetzt bin ich mittlerweile ganz zufrieden. Ich weiß nicht, was das am Anfang war, warum er da am Anfang gesagt hat, hier, das will ich nicht, ich habe keine Ahnung. So. Mache ich da jetzt wieder den hier drüber. So ein bisschen vielleicht. Wir müssen nochmal an unseren Wimpern kranzen, das können wir mal nachher machen. Wie sehe ich eigentlich schon wieder aus? Ein fucking Geliebe will. Ich mache mir das immer ganz gerne auf die Hand. Dann kommt das hier auf den Finger. Und dann so gleichzeitig wie möglich. Ich habe das Gefühl, dadurch wird das Ergebnis hoch. Jetzt muss ich da auch ein bisschen höher. Hey. Naja. Ja, und zack, ist die Lou zufrieden. Schön ein bisschen Topper drüber. Fertig ist die Laube. Und jetzt haben wir auch so ein Pfirsich-lila. Ja, damit komme ich ganz gut klar. Wer hätte gedacht, dass ich die beiden Paletten so ähnlich finde? Also von, weiß ich nicht, wie schräg. Ich dachte so, also eigentlich unterstützen sich Paletten ja am besten, die sich halt nicht so ähnlich sehen, aber na gut. Herr Kollege, hier ist jetzt Schluss mit Trini. Mann, ich habe gerade erzählt, dass das hier voll gut läuft. So, jetzt möchte ich gerne den ich im Moment ja so gerne benutze. Oh, ich habe noch Glitzer an den Fingern, ich dachte, ich habe es abgemacht. Naja, kommt ja Foundation drüber, ne? Manchmal darf man auch einfach nicht so sein. Heute Vormittag soll das Wetter echt schön werden, ich bin gespannt. Und dann später wieder schiedig.
mal, ob wir heute überhaupt Gäste haben. Naja. Und jetzt. Ich finde es ganz witzig. Ich habe keine Erinnerung an diesen Karton. Ich kann mir, also ich finde diesen Karton total toll. Also völlig nebensächlich. Oh, jetzt aber schnell. Denn der schützt die Foundation total gut. Der hat hier nochmal so ein Inlay. Kommst du jetzt hier? Also, ja, naja. Und da ist die Foundation halt total, also ich finde für eine Foundation-Verpackung echt bombensicher eingepackt. Das ist die Zoeva Authentic Skin. Und ich habe hier die Farbe 01, also 010N A Glow. Die habe ich bei Frau Pustekuchen ausprobiert und fand die super. Und es gibt ja so Leute, die du von nichts abhalten kannst, ne? Die junge Dame, die mir die zur Eva Foundation geschenkt hat und dann meinte, oh, die ist zu dunkel, ich schicke dir nochmal die richtige Farbe als Ostergeschenk oder was, wie auch immer sie das dann mir verkaufen wollte. Wenn ich nicht wüsste, dass sie sich regelmäßig genug selber Sachen kauft, dann wäre ich, glaube ich, etwas betretener. Aber was soll ich sagen, ich freue mich wie Bolle, natürlich. Ich wollte die haben, das war so ein bisschen weiter hinten auf der Liste irgendwie und jetzt, ja, habe ich hier auch die richtige Farbe. So, muss ich die schütteln? Steht da was drauf? Nö. Steht nichts drauf von schütteln. Steht hier auch nichts drauf. Gut. Dann. Die ist so mittelflüssig, ne? Also die bewegt sich schon. Aber ist ein bisschen dicker als die Perfect Match. Verteilen wir die hier mal alle im Schwamm. Und dann legen wir mal los. Ja, das ist die richtige Farbe. Jetzt sieht das aus, als hätte ich einen weißen Flecken, ne? Aber ich habe auch einen roten Kopf. Also, wenn ihr euch das hier anguckt, dann wisst ihr Bescheid. Die riecht so ein bisschen nach Farbe. Also so ein bisschen ähnlich wie die Photo Focus. Was ich übrigens überhaupt nicht schlimm finde, weil das einfach nur heißt, dass da nicht tonnenweise Parfum drin ist. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und ich merke gerade mit dem, was ich darauf gepumpt habe, schaffe ich hier auch das ganze Gesicht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich war vor Weihnachten bei Frau Pustekuchen insofern. Das jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, ich habe zu viel genommen. Das ist ja abgefahren. So. Aber man kann das ja gut verteilen, nicht wahr? So, und ihr seht das, ne? Also die ist glowy. Das finden wir gut. Und wie gesagt, also meine Rötungen kommen durch, aber das soll ja auch keine... Das ist ja kein Stage-Make-up hier. Das soll ja eine Glowy Natural Luminous Foundation. Und das ist sie auch. Also, wobei ich die Deckkraft jetzt nicht verkehrt finde. Überhaupt nicht. Aber es ist halt, ne? Es ist nicht das. Der ist toll. So, aber davon brauchen wir auch ein bisschen was. Die Katze hat sich angewöhnt, um 5:30 zum Schmusen anzukommen. Und da um 6 der Wecker klingelt, liegen wir halt zusammen im Bett und schmusen. Ist schon okay. Muss ich den Schlaf an... Naja, die halbe Stunde, ne? Wenn ich deswegen Schlaf nachholen muss, dann betreibe ich irgendwo anders an anderer Stelle Missmanagement. So. Concealer ist jetzt auch eingeklopft. Und jetzt pudern wir ab und ich denke, ich nehme mal ein bisschen was von dem Marshmallow-Puder tatsächlich.
glaube, die kann das nämlich ab. Das hier ist ja ziemlich... Also ich finde, das mattiert schon amtlich. Also sieht man auch, ne? Ja. Aber ich glaube, die hier kann das ab, ohne dass ich dann aussehe, als hätte ich kein Leben mehr im Gesicht. Ja, da ist immer noch leicht Bewegung drin, aber durch das Fixing-Spray wird auch alles wieder gut. Das hier möchte ich heute benutzen, hatte ich Lust zu. Nur Dreckspinsel. Der hier wird gehen. Das ist die 13 aus der Sweet Hook von Luvia. Ich finde das so witzig, wenn Leute sagen, dass das bei ihnen movig wird. Bei mir wird das mega warm. Einen Unterton anpassen, das Rouge ist schon... Aber das passt halt, da habe ich schon gut ausgesucht. Ne? Sieht gut aus zum Look. So, und heute nehme ich mal nicht meinen Standard-Highlighter. Das ist ja bekloppt bei. Heute wollte ich gerne, wenn ich einen Pinsel finde... Ja, ich glaube, bist du sauer? Den hier nehmen, und zwar ist das Soft and Gentle von MAC. Das ist jetzt, der hält jetzt nicht auf, aber ich wollte den gerne als Rouge-Topper nehmen. Der hat schon, also für heutige Standards hat der echt Glitzerstücke, ne? Ist ein gebackener, der glimmert ordentlich, aber hübsch, also... sind ja keine blau-grünen Glitzerpartikel, wobei ich das auch hübsch finden würde, aber das sieht schon nett aus, ne? Sieht man. Lu, du probierst eine glowige Foundation aus. Jetzt reiß dich mal am Riemen. Nein! Ich will mehr. Bürsten wir noch einmal die Mascara durch. Erstmal Fixing Spray. So, ich habe... Jetzt ging das schon wieder alles relativ fix. Ich gucke mal auf die Uhr und denke mir, wie soll ich das bloß schaffen? Ja, Viertelstunde später, hoppla. Warte mal, ich sehe... Ich rieche Menschenfleisch. Nee, ich sehe einen Mascara-Krümel. Komm, du musst da nicht sitzen, wenn da jetzt Fixing Spray kommt. Vielen Dank. Ordentlich High-End heute mit bei, ne? Habe ich gar nicht so gemerkt. Ich verwöhnte Göre. Benefit Rouge, Too Faced Lidschatten. Gut gemischt mit Revolution, aber trotzdem. MAC Highlighter. So, Eva Foundation ist jetzt auch nicht... das ist jetzt auch eher... Ja, es ist so eine merkwürdige mit... Also die kostet, ich meine, dass die... 26 Euro kostet ungefähr. Das ist halt nicht wirklich Drogerie, aber alle anderen wirklich teuren Foundations gehen ja irgendwie bei, weiß nicht, 35 Euro. Also, weiß ich nicht. Wo würdet ihr zu Eva einordnen? Ich habe da gerade Probleme mit. So. Wir gucken in den Spiegel. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen, aber komm jetzt her. Oh, ich habe schwarzen Futter, ne? Nö, die ist echt lebendig. Also jetzt das Fixing Spray hat es echt noch mal rausgeholt.
Die macht einen schönen, weiß ich nicht, meine Haut sieht aus, als hätte sie eine hübsche Bluse an. Sehr hübsch. Doch, ich bin... So, jetzt erstmal, das Licht hier ist auch fies, aber das Licht bei der Arbeit ist jetzt nicht besser. Doch, das ist hübsch. Doch, das ist alles prima. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als vielen, vielen Dank für die schönen Sachen zu sagen. Denn ich habe mir davon den Primer habe ich mir selber gekauft, die Mascara, das Augenbrauenzeug und alles andere ist sponsert bei Team und Fug da. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.